Eins. Hallo, heute möchte ich euch auf zwei Fehler des schönen Druckers von Samsung, den C1860, aufmerksam machen, die leider in der Reparaturanleitung, Serviceanleitung nicht ganz sauber beschrieben sind. Und zwar, diese beiden Fehler sind zum einen der Fehlercode A1-4111. In der Serviceanleitung heißt er Stellmotor. Und der Fehler Papierstau in Schacht 1, der tritt auf, obwohl überhaupt kein Papier eingelegt ist oder sich irgendwie verklemmt hat. Diese beiden Fehler sind auf ein Bauteil zurückzuführen, was mehrfach in dem Drucker verbaut ist. Das ist dieser kleine Magnetschalter. Das Problem des Magnetschalters ist, dass ein doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoff original aufgeklebt wurde, was sich im Laufe der Zeit verschieben kann durch Wärme oder durch Schaltvorgänge, durch Beanspruchung. Sobald sich das verschoben hat und Metall auf Metall kommt, funktioniert er nicht mehr und es kommen diese beiden Fehler. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie man diese beiden Magnetschalter behandelt. Als erstes müssen wir den Drucker etwas vorbereiten. Da wir ihn kippen müssen, habe ich oben den Deckel fixiert mit dem Band. Außerdem nehmen wir den Papierschacht heraus und drehen den Drucker an eine Tischkante so, dass er etwas übersteht, damit wir diese Abdeckung abziehen können. Nun öffnen wir den Drucker vorne und hinten und lösen vorne drei Schrauben. Ich habe jetzt schon mal zwei vor rausgeschraubt. Und hinten hat er zwei Schrauben, wobei eine Metallschraube ist. Das sieht dann etwas anders aus. Günstig ist es, das nicht zu verwechseln. Und dann können wir die Druckerabdeckung einfach abziehen. So, jetzt schauen wir uns mal an, wo dieses Teil verbaut ist. Und zwar, jetzt möchte ich euch das mal anleuchten, und zwar handelt es sich hier um diesen Magnetschalter, der mit einer Schraube fest ist und mit einem kleinen Kabel hier hinten verbunden. Um ihn zu reparieren, das heißt, um hier einen neuen Kunststoff aufzubringen, können wir ihn am besten ausbauen. Da kommt man am besten dran. Das ist ein bisschen Gefummel vorne und um den rauszuziehen, geht aber relativ einfach zu machen. So, dann nehmen wir diesen Magnetschalter und schneiden uns ein Stück Kunststoff aus. Ich habe das schon mal bei einem gemacht und habe einfach ein Stück 1 mm starken Kunststoff mit Sekundenkleber aufgeklebt und schon funktioniert das Ganze wieder und dann wieder neu eingebaut. Das ist also schon die Behebung des einen Fehlers A1-411. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Fehler, der deutlich gravierender zu beheben ist. Wir können uns ja hier schon mal den Drucker anschauen und man sieht, dass also im unteren Bereich alles ziemlich verbaut ist und dieser Schalter, der ist leider am Boden angebracht. Nämlich ganz genau unter dieser Klappe. Und von oben kann man ihn auch sehen, nämlich durch dieses Loch. Ich will da noch mal rein. Und wenn wir da reinschauen, sehen wir auch, dass es unten eine Schraube gibt, dass diese eine Schraube mit der Magnetschalter fest ist. Und die können wir von hier oben aus entfernen. Im Weiteren möchte ich euch zeigen, wie wir jetzt an diesen Schalter rankommen.
So, ich hatte euch gezeigt, wo dieser Magnetschalter versteckt ist unter der Bodenplatte und habe diese Bodenplatte einfach rausgeschnitten. Jetzt habe ich Leute gesehen, die haben das mit der Gartenschere gemacht, sieht etwas eher zerzaust aus dann. Und ich habe das mit dem Trennschleifer gemacht. In einer Minute war so ein kleines Teil rausgeschnitten. Ich zeige euch mal, wie das jetzt aussieht. Und zwar, ja, hier sieht man mit der Trennscheibe und dann einfach das Plastikteil rausgebrochen. Und hier sehen wir auch den Magnetschalter, wie er eingebaut ist. Jetzt müssen wir den Magnetschalter aber ein Stück rausziehen, um diese Klebereparatur vorzunehmen. Dazu müssen wir hier oben den Schraubenzieher einführen. Und unten diese kleine schwarze Schraube lösen. Die lösen wir und halten ihn ein bisschen fest, holen die mit einer Pinzette raus. Und dann, das brauche ich jetzt gar nicht zu machen mehr, dann ziehen wir den Magnetschalter etwas raus, so dass wir mit der Pinzette, mit einem Stück Papier oder Plastik und einem Sekundenkleber da etwas auflegen können. Dann fummeln wir das wieder rein, geht relativ einfach und schrauben den wieder fest. Und diese Reparatur allein von dem hier ist in einer Viertelstunde erledigt. Wer den Ehrgeiz hat, den auseinanderzunehmen, beziehungsweise mechanisch an das Ding ranzukommen, würde ich abraten. Es ist sehr schwierig, den ganzen Drucker dann wieder zusammenzubauen. Also ich habe es zumindest nicht hinbekommen. Gut, das wäre die Reparatur. Ich mache das dann ein bisschen zu und hoffe, dass für die nächsten 50.000 Drucke der Drucker noch funktionieren wird, denn es ist ein robustes Gerät, was eigentlich immer sauber funktioniert und die Reparatur auf jeden Fall lohnt. Noch ein kleiner Hinweis zum Schluss. Manchmal, gerade bei den billigen Tonern, haben wir Streifen bei verschiedenen Farben. Das liegt nicht am Drucker, das liegt immer am Toner. Also dann, wenn man nur 50 Euro investiert hat in vier Toner, muss man wahrscheinlich dann nochmal weitere 50 zu investieren, um wieder saubere Drucke zu bekommen. Ja, vielen Dank fürs Video. Ich hoffe, ihr habt noch viel Spaß mit dem Drucker und bis dann. Tschüss.